Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Kurze Frage, wo stehen wir mit der Umsetzung des Hinweisgeberschutzes in Deutschland? Kurze Antwort, im Dezember wurde der Regierungsentwurf aus dem September letzten Jahres mit den Änderungen des Rechtsausschusses verabschiedet. Diese Änderungen möchte ich im Folgenden besprechen und außerdem am Schluss noch auf 4 Aufsätze und 2 Gerichtsentscheidungen eingehen, die für die praktische Umsetzung des Hinweisgeberschutzes in Deutschland relevant sind. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Kurz nochmal zum Einstieg die Basics. Der Hinweisgeber hat in Deutschland 3 Möglichkeiten. Erstens, er kann sich an eine interne Meldestelle wenden. Zweitens, er kann aber auch eine externe Meldestelle, die beim Bundesamt für Justiz eingerichtet werden soll, beziehungsweise beim Bundeskartellamt eingerichtet wird, anrufen. Oder er kann in die Öffentlichkeit gehen, also sich an Journalisten wenden. Das kann er aber nur, wenn er vorher die externe Meldestelle angerufen hat. Wie gesagt, der Regierungsentwurf aus dem September letzten Jahres wurde mit Änderungen im Rechtsausschuss angenommen. Und diese Änderungen gehen zurück auf die Expertenanhörung. Bei der Expertenanhörung wurden verschiedenste Experten gehört. Die kann man im Grunde genommen in 4 Gruppen einteilen. Die erste Gruppe sind die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International oder das Whistleblower-Netzwerk. Die kümmern sich tatsächlich aus der Sicht des Hinweisgebers um die Frage, reicht der Hinweisgeberschutz überhaupt aus? Tatsächlich gibt es dort Kritikpunkte. Zum Beispiel soll der Schutz der Whistleblower im öffentlichen Dienst ausgehöhlt sein, nämlich dadurch, dass es eigentlich ausreicht, dass die Verwaltung einen Vorgang zur Verschlusssache, VSNFD, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, erklärt und schon ist Whistleblowing ausgeschlossen. Das kritisiert Transparency International. Oder anderes Thema, nicht geschützt ist, wer sich anstatt an die externe Meldestelle direkt an die Staatsanwaltschaft meldet. Und auch da sagt Transparency International, warum muss ich an die externe Meldestelle gehen als Whistleblower, der auf korruptes Verhalten aufmerksam machen will? Warum kann man da nicht direkt zur Staatsanwaltschaft gehen? Ein komplett anderes Interesse verfolgen die Unternehmerverbände und auch die IHK. Dort macht man sich Sorgen wegen der befürchteten Überregulierung. Und die Industrie- und Handelskammern haben auch genau darauf hingewiesen, dass vor allen Dingen kleinere mittelständische Unternehmen einen erheblichen Mehraufwand befürchten. Da ist aus meiner Sicht übrigens tatsächlich etwas dran. Denn große internationale Konzerne haben aus verschiedenen Gründen eine Compliance-Organisation, in der ein Hinweisgebersystem sowieso die Regel ist. Kleine Unternehmen, die keine eigenen Compliance-Abteilungen oder vielleicht noch nicht mal eine Rechtsabteilung haben, die waren zu diesen Sachen nicht verpflichtet. Und man darf sich auch die Frage stellen, ob die überhaupt von der Risikolage eine aufwendige Compliance-Organisation brauchen. Und für die ist die Einführung eines Hinweisgebersystems tatsächlich mehr Aufwand. Die Gewerkschaften haben einen ganz anderen Punkt. Die monieren einen angeblich unzureichenden Kündigungsschutz. Wie kann das sein? Der Repressalienschutz, der Schutz des Hinweisgebers vor Repressalien, sieht zum Beispiel keinen Weiterbeschäftigungsanspruch vor, solange bis geklärt ist, ob Whistleblowing korrekt war oder nicht. Und die Gewerkschaften sehen auch letztlich Lücken beim sogenannten Sonderkündigungsschutz. Man stellt sich dort offensichtlich vor,
orientiert am Leitbild des Datenschutzbeauftragten oder des Geldwäschebeauftragten, dass die Mitarbeiter der Meldestelle Sonderkündigungsschutz bekommen sollen. Und die vierte Gruppe, das ist die, die aus meiner Sicht sehr interessant ist. Das sind Praktiker und Rechtswissenschaftler. Die stellen sich die Fragen, okay, also wenn man mal den politischen Kompromiss jetzt akzeptiert, der gefunden worden ist, ist denn dann das Recht widerspruchsfrei und kann man es gut handhaben? Und die Praktiker weisen aus meiner Sicht zu Recht auf einige Problempunkte hin, die es von Anfang an gegeben hat und die auch jetzt durch den Rechtsausschuss, das will ich schon an der Stelle vorwegnehmen, nicht bereinigt worden sind. Das wesentliche Problem ist, dass es um Fehlverhalten geht. Also die Definition von Whistleblower umfasst Fehlverhalten. Und Fehlverhalten bedeutet, eine Person, ein Mensch, ein Kollege, eine Führungskraft, vielleicht der Geschäftsführer, hat etwas falsch gemacht. Aber was ist mit Missständen, die gar kein individuelles Fehlverhalten beinhalten? Beispiel: Missstände in Pflegeeinrichtungen, wo zum Beispiel einfach zu wenig Personal dort ist und deswegen unhaltbare Zustände da sind. Darauf könnte ein Whistleblower nach der jetzigen Fassung des Gesetzes nicht hinweisen, weil kein Fehlverhalten vorliegt. Kritik kommt auch aus einer anderen Richtung, nämlich dass eben nicht nur ein rechtswidriges Verhalten Anlass sein kann für Whistleblowing, Straftat, Bußgeld bewährt, sondern zum Beispiel auch den Verstoß gegen den Sinn und Zweck einer Norm. Gut, also normalerweise würde man sagen, ordentliche Compliance bedeutet, ich halte mich nicht nur an den Wortlaut der Norm, der Vorschrift, sondern halte sie auch inhaltlich ein. Aber was ist denn der Zweck von Steuerrecht? Klar, Einnahmenerzielung für den Staat. Und es gibt eine Meldepflicht von Steuergestaltungen. Und das bedeutet, wenn man sich das so anhört, dass man sich die Frage stellen muss, ja, wann kann man denn bei steuerrechtlichen Sachverhalten Hinweise geben? Dass sie rechtlich korrekt sind, reicht jedenfalls nicht. Aber jede steuerliche Gestaltung führt ja dazu, dass der Staat geringere Einnahmen hat. Das ist ja der Sinn der Sache. Und damit würde man ja dahin kommen, dass praktisch jede steuerliche Gestaltung Whistleblower-mäßig gemeldet werden könnte. Das sind die Punkte, die die Experten kritisiert haben. Und was ist daraus jetzt gemacht worden? Die wesentliche Änderung ist, dass interne und externe Meldestellen ab dem 01.01.2025 verpflichtet sind, anonyme Hinweisgeberkanäle einzurichten. Im Entwurf stand in § 16 Absatz 1 noch, dass es keine Pflicht gibt, einen anonymen Meldekanal einzurichten. Im jetzigen Gesetz steht es drin, es muss gemacht werden. Aber weil es in der EU-Richtlinie keine Verpflichtung gibt zur Umsetzung eines anonymen Meldekanals, wurde eine Übergangsfrist für die Einführung zum 01.01.2025 gewährt. Eine weitere Erleichterung wurde auch eingeführt, die bezieht sich auf § 16 Absatz 3, das Recht auf eine persönliche Zusammenkunft. Das ist vor allen Dingen dann schwierig, wenn der Whistleblower zum Beispiel in einer abgelegenen Niederlassung, vielleicht in Hongkong oder in Shanghai tätig ist. Da stellte sich die Frage, kann die persönliche Zusammenkunft auch im Wege einer Videokonferenz gemacht werden? Ich habe das immer befürwortet, das macht aus meiner Sicht auch Sinn. Es gibt eine Klarstellung im Gesetz, dass diese Videokonferenzlösung zulässig ist, wenn der Whistleblower einwilligt. Flankiert wird diese Vorschrift, dass es eine Verpflichtung gibt, Hinweisgeberkanäle anzubieten, und zwar auch anonym, durch eine Änderung in der Priorisierung. Der Regierungsentwurf sah noch vor, dass
wenn anonyme Meldungen zugelassen werden und sie eingehen, dass sie praktisch nur dann bearbeitet werden, wenn noch Zeit ist, wenn man alle anderen Meldungen bearbeitet hat. Und diese Priorisierung ist weg. Das wurde auch von Praktikern kritisiert. Es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, dass anonyme Meldungen weniger Substanz hätten als Meldungen, die praktisch mit eigener Namensnennung gemacht werden. Ein weiterer Kritikpunkt der Industrieverbände war, dass die interne Meldung und die externe Meldung gleichwertig nebeneinander standen, also dass der Hinweisgeber die Wahl hat. Und die Interessenvertreter der Industrie hatten dort eigentlich sich was anderes vorgestellt. Sie wollten, dass klar der Weg ist, erst intern, dann extern und vielleicht danach an die Presse. Das wurde jetzt im jetzigen Gesetz zu so einem Kompromiss verarbeitet, wo man sich fragt, wer hat davon eigentlich was? Der Punkt ist der, es ist nach wie vor der Whistleblower, der die Wahl hat, ob er intern oder extern meldet. Aber die Unternehmen werden dazu aufgefordert, das interne Whistleblowing so attraktiv zu machen, dass die Whistleblower freiwillig erst zu ihnen kommen. Das macht zwar durchaus Sinn, aber letztlich wurde aus der Forderung nach einer klaren Priorisierung zugunsten der Unternehmen eine weitere Pflicht, nämlich mehr Aufwand in den eigenen Meldekanal reinzustecken, damit der praktisch stärker bekannt ist und auch noch Akzeptanz findet. Und dann gibt es im Datenschutzrecht eine sehr praktisch relevante Erweiterung. Es wurde klargestellt, dass auch Daten im Anwendungsbereich von Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, das sind Gesundheitsdaten oder parteipolitische Daten, sexuelle Orientierung etc., dass die von Meldestellen zur Bearbeitung interner Hinweise verarbeitet werden dürfen. Das ist aus meiner Sicht auch zwingend notwendig, denn wie soll man denn dem Vorwurf, ich werde gemobbt, weil ich die falsche politische Einstellung habe, nachgehen, wenn ich die Daten zu dem Thema weder erheben noch verarbeiten oder speichern dürfte. Insofern wird hier eine klare Rechtsgrundlage gelegt, die den Meldestellen die Arbeit erleichtert. Ein weiterer datenschutzrechtlich interessanter Punkt und auch ein Petitum der Industrie und Praktiker war die Verlängerung der Löschfrist. Während die EU-Vorgabe gar nichts zu starren Löschfristen sagte, stand im alten Gesetzentwurf drin 2 Jahre. Also 2 Jahre nach Abschluss des Verfahrens müssen die Daten gelöscht werden. Das führt aber dazu, dass man möglicherweise löschen muss, bevor die Verjährungsfrist überhaupt abgelaufen ist. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich nicht zumutbar, ja, dass man praktisch sagt, okay, also die Daten über Meldungen müssen nach 2 Jahren gelöscht werden, aber die Ansprüche aus dem Repressalienverbot des Arbeitnehmers und zum Beispiel Kündigungsschutz etc., das würde ja vielleicht noch 3 Jahre laufen, ist dann noch gar nicht verjährt. Hier hat man reagiert und die Löschfrist auf 3 Jahre verlängert. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, man hat auch einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz aufgenommen. Das Repressionsverbot sagte ja, dass wenn ich benachteiligt worden bin als Whistleblower, dass ich dafür Schadensersatz bekomme. Aber das war Schadensersatz nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen. Und da ist ein immaterieller Schadensersatz in der Form erstmal nicht da. Und die Praktiker wissen das, wenn man Schadensersatz geltend machen will, dann muss man da zum Schaden etwas vortragen. Und wenn man keinen Schaden vortragen kann, wird der Prozess schwierig. Der Gesetzgeber hat hier gesagt, nee, der Whistleblower hat, weil er Repressalien hat, auch Anspruch auf einen immateriellen Schaden. Und das erhöht doch das Klagerisiko für Unternehmen erheblich. Kommen wir jetzt zu den Veröffentlichungen. Eine interessante Veröffentlichung befasst sich mit dem Umsetzungsstand der Whistleblower-Richtlinie in Deutschland und in der EU. Klar, die Vorgaben sind aus dem Jahr 2019. Die Umsetzungsfrist ist abgelaufen im Dezember 2021. Wir haben jetzt
Januar 2023. Wir sind lange über die Zeit. Der Beitrag befasst sich mit der Umsetzung in anderen Ländern. Dänemark war da vorbildlich, andere skandinavische Länder auch. Und der Beitrag zeigt auch, dass wir in Deutschland schon 2 blaue Briefe von der EU-Kommission gekriegt haben, wann wir denn bitte vorhaben, das Gesetz umzusetzen. Interessant sind 2 Aufsätze aus dem Dezember, die sich mit Datenschutz und Hinweisgeberschutz befassen. Der erste befasst sich mit Dokumentation und Datenschutz bei Hinweisgebersystemen. Da geht es Details zur Frage, wie muss ich eigentlich den Prozess aufsetzen? Brauche ich eine Datenschutzfolgeabschätzung? Woraus leite ich die Löschfristen ab? Wann darf ich löschen? Wie sieht das Löschkonzept aus? Diese Fragen. Super interessant und praxisrelevant. Der zweite Aufsatz ist eine Entscheidungsbesprechung und befasst sich mit der Identifikation von Hinweisgebern. Der BGH musste sich dort mit der schwierigen Interessenabwägung auseinandersetzen, die sich auf die Offenlegung, wer hat den Hinweis gegeben, bezogen hat. Im Ergebnis gibt es ein hohes Risiko von Unternehmen oder für die Datenverarbeitung Verantwortlichen gegen die Vorgaben der Rechtsprechung zu verstoßen. Die zweite Gruppe von Veröffentlichungen kommt aus dem Arbeitsrecht. Die Einführung digitaler Hinweisgebersysteme ist arbeitsrechtlich auf die Mitbestimmungspflicht hin zu prüfen. Und hier gibt es 2 Ansatzpunkte. Die Richtlinie, die das Meldesystem selbst regelt, ist mitbestimmungspflichtig, aber auch die Einführung des technischen Systems. Ein zweiter Aufsatz ist wieder eine Entscheidungsbesprechung und hier ging es um die außerordentliche Kündigung im Nachgang von Compliance-Untersuchungen. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 5.5.2022 ist im Ergebnis erfreulich, denn es bestätigt den Best-Practice-Ansatz, der für interne Ermittlungen durchgeführt wird. Sie zeigt aber auch die Fallstricke auf und das Risiko, wenn man sich nicht gut organisiert bei der internen Untersuchung. Es geht um die Frage, wann kann ich keine außerordentliche Kündigung mehr machen, wenn die Compliance-Untersuchung relativ lange dauert. Und das bringt uns zum Fazit. Sind die Whistleblower in Deutschland ausreichend geschützt? Wer denn Frau Heinisch geschützt? Also die Dame, die praktisch als Whistleblowerin aus Deutschland die EuGH-Entscheidung ausgelöst hat. Nein, Frau Heinisch wäre wahrscheinlich nicht geschützt, weil die Missstände, auf die sie aufmerksam gemacht hat, nicht einem einzelnen Verhalten zugeordnet werden konnten, sondern die allgemeinen Zustände im Altenheim betrafen. Wäre denn Snowden geschützt? Die Antwort ist, nein, Snowden wäre nicht geschützt, weil es ja da, wie ich sagte, die Ausnahme gab, es darf kein Whistleblowing gemacht werden, das die nationale Sicherheit betrifft. Ja, und die politische Diskussion, die ist natürlich auf ganz anderen Wegen unterwegs. Da hat man gesagt, brauchen wir anonyme Meldewege? Antwort ist ja. Andere sagten, nee, wir machen lieber eine 1-zu-1-Umsetzung. Wir haben sowieso ein Belastungsmoratorium für Unternehmen. Wir sind also eigentlich komplett dagegen, dass mehr Whistleblowing-Schutz gemacht wird, als von der EU vorgegeben ist. Und das zeigt auch, wie umstritten die Sache ist. Der Bundestag hat nicht nur das Gesetz so angenommen, wie es der Rechtsausschuss empfohlen hat, sondern es gab auch einen Entschließungsantrag. Der Entschließungsantrag enthält den Auftrag, dass die Bundesregierung prüfen soll, ob Whistleblower, die auf Verstöße gegen das AGG hinweisen, ausreichend geschützt sind. Aufgegriffen wurde auch das Thema, wäre Frau Heinisch geschützt? Auch hier gibt es die Forderung, dass die Bundesregierung sicherstellen soll, dass Whistleblowing auch im öffentlichen Interesse möglich sein muss. Diskutiert wird auch, und das soll die Bundesregierung prüfen, brauchen wir abschreckendere Bußgelder für Unternehmen und Meldeprämien. Also, dass man auch tatsächlich sagt, wenn jemand was meldet, was total interessant ist und einen Missstand aufdeckt, ja, dann soll der dafür auch Geld kriegen. Meldeprämien soll die Bundesregierung prüfen, ob das eine gute Idee wäre, ins Whistleblower-Gesetz einzubauen.